Ja, grüß Gott. Ich bin der Helmut. Helmut Günther. Ich bin Leiter der Turmproduktion. Und ich wurde beauftragt von einem Herrn. Sankt Rolli. Wurde ich beauftragt. Soll einen Turm bauen. Einen gewissen Günther-Turm. Gucken wir uns jetzt mal an. So, wir scheinen hier ein architektonisches Meisterwerk in der Hand liegen zu haben. Dieser gewisse Sankt Rolli hat mich beauftragt. Er sagte nämlich, er hätte keine Nerven dafür. So, ich habe einen Bauplan verfasst, denn ich kenne mich ja damit aus. Wir bauen diesen Günther-Turm auf. So, diese Person sagte mir, sie hätte hier alles gelagert in diesen Kisten. Was ihr nur noch fehlt? Moment, das hat er mir aufgeschrieben. Schwarzeichenbrett. Das brauchen wir noch. Und das nehmen wir uns. Weil ich es kann. Sehen Sie zu. Ich bin auch nebenbei Zauberkünstler. Sehen Sie sich das an. Wenn ich jetzt schnitze, ist alles in diese Truhe drin. Schauen Sie sich das an. Sehen Sie sich das an. Es hat tatsächlich funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Was mir direkt ins Auge springt, das sehe ich sogar von hier drin, ist, dass da ein grober Fehler drin ist. Und der hat sich durchs gesamte Bild geschlichen. Deshalb machen wir Folgendes. Wir gehen erstmal schlafen, denn auch ich brauche meine Zeit und muss mich ausruhen. Ach, schon wieder Tag. Ja, schnell. Wer ist das denn? Soll ich das sein? Was ist das denn hier? Hässliches Pferd. So, wir sehen hier den Unfallort. Das Baukonstrukt. So. Der Kollege sagte mir, ich wäre für den Teil da oben zuständig. Heißt, wir müssen erstmal einen Weg in die Luft finden. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Der Typ hat Pferde hier rumlaufen und nennt diese Pedi. Schlimm. Das ist eine neue Art. Ah! So einen Aufzug habe ich noch nie gesehen. Das muss die Welt. Ja! Gott sei Dank sieht er das nicht. Sag mal, richtig bauen kann der auch nicht. Das ist ja hier nicht gesichert. So, und das, was ist das? Dieser Typ hat nichts unter Kontrolle. Der muss das doch sichern. Kommt ein Dödel vorbei und fällt hinein. Und dann, wer macht die Sauerei da unten weg? So. Das Problem dabei ist nämlich hier, das ist ganz... Was soll das denn jetzt? Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Das Problem ist folgendes. Der hat den Boden falsch gebaut. Der ist zu nichts fähig. So, deshalb bin ich heute da. So, wir bauen nämlich alles zu. Und ich mache das jetzt nach meinem Plan. Der hat keinen guten Plan dafür gehabt. Sag mal, wohnt der in einem Regenwald? Das ist ja schlimmer als bei mir zu Hause. In Sibirien. So, wir haben jetzt erstmal die Fehler von ihm, Sankt Rolli, verbessert. Was hat er denn für Säulen hier aufgestellt? Das ist ja unfassbar. So, Moment, ich muss meinen Bauplan kurz suchen gehen. Das ist ja jetzt... was ist das für ein Kopfhörer? Nicht mal Kopfhörer kann der Typ sich leisten. Ich fass es ja wohl nicht. Allergie, es regnet, Regen. So, ich habe das Ganze jetzt mal wieder nachgemessen. Mit dem Spezialmeter. Das muss ein 11x11 Feld sein. Und das hat er nicht beachtet. So, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, haha. Das ist unser Feldweg. Hat das krumm und schief gebaut. Was ist denn falsch mit diesem Jungen? So, so geht das. Ja, sag mal, da ist ja nicht mal Boden unter den Füßen. Der ist bescheuert, der Junge. Für wen arbeite ich hier? Der hat ja nichts unter Kontrolle. So, das ist jetzt unser neues Feld. Das ist kein Kampfübungsplatz. Das wird der Turm.
Ich muss wieder, das ist ja ein bescheuerter Weg. Ich muss ja immer wieder dahin. Der hat sich schon eine Fabrik aufgebaut. Gibt's hier eine Wettermaschine? Das wäre toll. Es tut mir leid, dass ich sie so anschreien muss, aber dieser Typ, der bringt mich an meine Nerven. An meine Grenzen. Ich will ja nicht so enden wie der Typ selber. So, der bezahlt mich aber schon für diesen Weg, ne? Ja, sag mal, wer ist das denn jetzt? Und noch einer. Hier ist ja die Familie von dem Typ. Entschuldigung. Lassen Sie mich bitte in Ruhe meine Arbeit hier verrichten. Dankeschön. Der ist sozial. Der ist sozial. Muss man sagen. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Ein Problem. Unser Problem ist, dass wir gar kein Problem haben. Es läuft alles perfekt bisher. Außer das Wetter. Wir haben jetzt Steinziegel und die verbessern. Die verlegen wir rund um den Rand. Und das 2 Schichten hoch. 2 Meter. Bitte, ich werde nervös. Gucken Sie mir nicht zu dabei. So, 1 haben wir. Jetzt noch 1 höher. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Wir haben ein Problem jetzt. Wir müssen das alles jetzt mit Erde ausfüllen. Und wissen Sie was? Ich habe nicht genug Erde dabei. Mein Rucksack war nämlich schon zu voll. Da war das Notizbuch drin. Und der Plan. Falls Sie sich jetzt fragen, was das hier wird, das wird die Basis. Die Basis des Turms, des oberen Teils. Wer für den unteren Teil zuständig ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das nicht, Gott sei Dank, bin. Weil ich halte das hier keine 2 Stunden länger aus. Ah, jetzt bin ich in die Grube gefallen. Und schon wieder. Wer hat denn das Ding aufgebaut? So, als nächstes, jetzt wird das auch noch wieder dunkel. Ich hab gesagt, wäre ich jetzt nicht müde, würde ich auch nicht schlafen gehen. Denn ich will hier schnell von diesem grauenhaften Ort weg. Das ist ja schlimmer als bei mir zu Hause. Ich meine, gucken Sie sich das an. Das ist schlimmer als in mein Zuhause. Und ich wohne in einem verdammten Iglu. Und hab das besser eingerichtet als der Typ sein Haus. War schon wieder Tag. Morgen. Ich hasse es, diesen Weg gehen zu müssen. Man stirbt langsam schleich. Ja, ach, die Tante auch noch am Start. Und der Kopfhörer bringe ich mir beim nächsten Mal selber mit. Das ist ja unerhört. So, an alle Bauunternehmer da draußen. Sie sehen jetzt, wir haben ein Hochbeet. Das ist natürlich nicht so fangoso. Was machen wir nun? Wir ziehen eine Platte drüber. Das machen wir ebenfalls mit den Ziegelsteinen. Stein, Ziegel, Tegel. Gegen, Diegen. Na? So, meine lieben Freunde, so. Wir sind jetzt hier und haben unseren Bunker, den ersten Teil des Günther-Turms, haben jetzt fertiggestellt. Was jetzt fehlt, ist der eigentliche Eingang. Der ist auf Höhe 80. Vom Turm, oberhalb. So, und da ist mir jetzt ein kleines Missgeschick passiert. Das war natürlich nicht meine Idee, sondern diese von diesem Sankt Roberto, Rolli. Der hat nämlich mit eingeplant, dass die Tür auf die... dass die Tür auf dieser Seite ist. Geht natürlich gar nicht, ne? Weil wo willst du eine Tür hinmachen, wenn du nach unten gehst? Das ist höchstens die Tür zum Tod vielleicht. So, deshalb programmiere ich das jetzt so, wie ich das will. Denn ich weiß, was ich tue. Vertrauen Sie mir. Ich packe die Tür auf diese Seite. Weil wenn man dann rausstampft wie ein kleiner Hoppelhase, man landet nicht unten im Garten. So, und deshalb die Tür auf diese Seite. Ich brauche keinen Ton. Jetzt wissen Sie was? Ich höre ohne Sound. Das da muss weg. Das stört. Der hat mir eine komische Schaufel gegeben aus Diamant. Ah, die Tante wieder! Bitte! Haben Sie was zu tun? Haben Sie... ey! Sag mal, sind Sie ungefährlich? Haben Sie was zu tun? Ja. Yeah. Das trifft sich gut. Sie könnten mir vielleicht mal behilflich sein. Gucken Sie da in diesem Haus da. Sehen Sie das? Da befindet sich... Erde. Dreck. Würden Sie bitte... holen gehen? Für mich? Hallo? Sehr gut. Superleistung, Leistungsträger. Spitzhacke muss ich auch noch auspacken. Bin ich jetzt irgendwie Bergarbeiter? Jetzt habe ich noch... Oh, scheiße. So.
Ah, sind sie wieder da? Haben sie mir die Erde mitgebracht? Das ist ja super. So, jetzt schauen... Wo sind sie denn wieder hin? So, schauen sie mal her jetzt. Wir holen jetzt hier die Mitte. Das ist die Mitte. So, und da füllen wir das jetzt so aus. Wir packen jetzt hier eine Säule mit 3 Steinen hin. Da vorne jetzt eine Säule mit 2 und dann mit 1. So, füllen hier aus und packen eine Treppe dahin. Wir haben die Treppen natürlich auch dabei. Die passt gerade so in meinen Rucksack. Zack, 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 zack. Was jetzt noch fehlt, weil man sieht es eventuell, das ist architektisch tonisch. Weil mein Sohn heißt Toni. Tonisch, verstehen Sie? Der hat sich das ausgedacht. Wir setzen eine glatte Steinstufenpuppe noch hinein. Sehen Sie, das ist schon viel sympathischer. Der juckt meine Stirnhaut. Tante Ferdinand! Tante Ferdinand! Meine Assistentin ist wieder weg. Sind Sie schon im Hause? Bringen Sie mir bitte Brusholz. Brusholz, bitte. Ah, nee. Mit S. Brusholz. Sprus. Haben Sie gehört? Wo sind Sie denn? Das muss man selber machen. Ach so, das glatte Ding brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das kann ich wegwerfen. So, Sie sind mir ein Sympathikus. Sie werden hoch erhoben. Gucken Sie sich das an. Sie können sich hier hinsetzen. Und jetzt sind Sie immer eine Meter tief breit. Sie verstehen? So. Ja, da ist ja noch einer. Bin ich im Zoo gelandet? Tante Ferdinand, Sie sind ja gar nicht hier. So, das Holz ist da. Wie wunderbar. Nein, oh Gott, ich habe alles verbaut jetzt. So, an alle angehenden Bauingenieure und Architekten, das wird jetzt gefährlich. So, wir gehen jetzt hier außen, na, vom äußeren Punkt, wir gehen diagonal 1 Meter in die Mitte. So, und räumen diese Ecken jeweils. Das ist nicht korrekt. So, und jetzt wird es gefährlich. Wir gehen nämlich jetzt 30 Blöcke nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 80. So. Nein, kleiner Scherz, das sind nur 30. So, dies wiederholen Sie jetzt bitte bei den anderen 3 auch. Wie komme ich jetzt wieder runter? Für diese Leistung will ich das Doppelte. Entschuldigen Sie bitte mein lautes Organ. Dieser Sankt, dieser Heilige, der bringt mich zum Kochen. Allein wie der baut. Allein wie der geht. Wie der geht. Wie Mr. Bean. Ich habe eine Idee. Der hat mir Flügel mitgegeben. Jetzt kapiere ich das. Wer ist das denn? Nein, stopp. Wissen Sie was? Packen Sie diese... Oh, Essen. Sehen Sie das? Ein Wasserbecken. Oh, die Familie. Oh, Schlafenszeit ist schon wieder. Oh, das habe ich ja nicht. Was ist denn das für ein hässliches Vieh? Das ist ja noch gar nicht hell. Jetzt haben wir's. Mann, der hat auch keine Klimaanlage oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss den Typ verklagen. Ich mach hier nichts mehr ohne meinen Anwalt. Das ist ja komplett scheiße, wie der das gebaut hat. Ich hab mal von dem ein paar Videos auch angeguckt, ne? Glaubst du nicht, was der verrichtet? Das glaubst du nicht. Weil der macht ja auch noch Spaß. Ach, das sieht aus wie ein Unfall. Das ist ein Unfall, aber ein ganz großer im Gehirn von dem Typen. Dass er sich sowas überhaupt erlauben darf. Tut mir leid, ich darf Sie nicht anschreien, werte Kollegen. Ich weiß, Sie wollen alle was von mir lernen und es kann das so wie ich angehen, dass ich so mit Ihnen rede. Es tut mir leid. Ab jetzt, ich bin ruhiger mit Ihnen, ich verspreche. Da ist ein Huhn! Ein Huhn! So. Jetzt wird's kritisch. Geehrte angehende Architekten, wir brauchen nun etwas Seltenes. Ein Gerüst.
Falls sie noch nie was davon gehört haben, dann sind sie froh. Man muss dieses Mach weg. Man muss dieses Gerüst. Moment mal, wie stellt man das denn her? Das habe ich mir irgendwo auch aufgeschrieben. Ah, das ist ja schon ein Meisterwerk. Das ist ja schon fast fertig. Tut mir leid. Ich schreie sie bitte nicht. Versuch mich zu beherrschen. Auch wenn mir das echt schwer fällt. Das Lustige ist, wir müssen wieder hoch. Das wird jetzt eine äußerst Angelegenheit der Angelegenheit. Also halten Sie sich zurück. Bitte, schnallen Sie sich an. Am Tisch! So, wir müssen jetzt wieder nach oben. So, dieses machen wir wieder weg. Und jetzt verbinden wir die vier Pilars miteinander. Was ich hier übrigens anwende, Sie sehen, ich schaue in die Luft und platziere ein Brett. Das ist eine sehr spezielle Fähigkeit, die nur die Masters of the Masters erlernen können. Wissen Sie Bescheid jetzt? So, und jetzt wird es nochmal angelegenheitiger, als es nochmal angelegenheitiger wird. Wir müssen wieder nach unten. Heißt, wir wagen jetzt einen sehr, sehr knappen Sprung. Ich kann Ihnen nicht versichern, dass ich hierbei nicht ausrasten kann, wenn ich ganz unten aufkomme. Deshalb versuchen wir jetzt das Unmögliche. Moment, nochmal. Jetzt haben wir's! So macht das der Profi! So macht er das! Aha. So, wir bauen uns jetzt ein sicheres Gerüst. Oh Gott! Und jetzt wird's fantastisch. Ich muss meinen Bauplan kurz rausnehmen. Jetzt holen wir nämlich Schwarzeichenholzbretter. So, packen hier an den Rand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lassen 1 breit, 1 frei. Und setzen hier noch 1 hin und da 2. Jetzt nehmen wir Sandstein und platzieren diese. Was jetzt kommt, ist unfassbar. Nein, das ist nicht. Wir machen das gleiche jetzt auch noch hier auf dieser Seite. Können Sie sich nicht vorstellen, wie das ist. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Zack. 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 Und wie Sie sich das jetzt vorstellen können, wir machen das da auch noch. Ich kündige. Nein, was tue ich? Ich verblöde schon selber. Nimm die Erde. Nimm. Weg. Nächste Lektion. Wir müssen jetzt... Dafür gibt es kein Wort in Fachsprache. Wir setzen jetzt einzelne Blöcke immer mit einem Abstand an den Rand. Direkt hier oben drüber zum Beispiel. Zack. So, na? Nein! Und dies machen wir an dieser Stelle... Nein, genauso. Genauso wie da hinten, da, hier und da. Und dann gehen wir im Zweiertakt nach unten. Sie sehen das gleich. Ich verrichte kurz die Arbeit und zeige Ihnen das Ergebnis. 6,5 Stunden später. So ungefähr sieht das hier jetzt aus. Ah! Knallbumm, Mann! Oh, Schlafenszeit ist ja schon. Oh Gott. Na! Oh. Nee, ich habe nicht außerhalb meiner Dienstzeit natürlich geschlafen. Es ist ja normal. So, ich bin schon seit 3 Tagen hier, seit 4 Tagen fast, und habe immer die gleichen Klamotten. Das kann nicht wahr sein. Machen Sie das jetzt mal weg. Muss mal gelüftet werden. So, ich sehe die Welt schon mit ganz anderen Augen jetzt. Das ist das. Man sieht's nicht. Jetzt machen Sie. Das ist das Ergebnis bisher. Ich bin recht zufrieden. Muss ich mal sagen. Ich bin recht zufrieden. So. Der Arbeitstag ist an dieser Stelle aber für mich erstmal beendet. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause. Ich habe jetzt 4 Tage durchgearbeitet. In einer Woche sehen wir uns wieder. Dann bin ich wieder für euch am Start. Der St. Rolli, der ist immer noch im Urlaub, weil der kann nichts. Und bis dahin macht der Hubert Klaus das für euch.
Dann seid ihr alle zufrieden, nicht wahr? So, dann kommt hier mal ein bisschen Schwung in dieses Projekt, was der da gestartet hat. Das ist irgendwas 280, 70 Folgen, das hat er da. Ist bescheuert, der Junge. So, ja, warte, der hat mir einen Text aufgeschrieben. Wo ist das nochmal? Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der hässliche Schrift, muss ich sagen. Architektonischen Reinfall. Lasst doch gerne einen Like da. Daumen hoch. Like. Und ein Abo. Der freut sich. Warum sagt mir denn niemand, dass ich meine Mütze falsch rum auf habe? So. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Und tschüss. So. Der kriegt jetzt eine Klatsche von mir. Richtig bitter.